Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de. Wir wollen heute anfangen, ein ganz berühmtes Gleichnis anzuschauen. Ein Gleichnis, das ihr vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört habt und das uns für unser praktisches christliches Leben und auch in der Gemeinde unglaublich viel zu sagen hat. Wir wollen Matthäus 18 weiter studieren, aber bevor wir damit beginnen, wollen wir niederknien für ein Anfangsgebet und Gott einladen, unser Studium zu segnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns mit deinem Geist erfüllen möchtest, auch heute, wenn wir jetzt dein Wort studieren. Wir möchten dir Danke sagen, dass du uns immer wieder neu korrigierst und unser Angesicht auf dich hinlenkst. Herr, gib, dass wir jetzt mehr von dir verstehen und dass unser Geist gestärkt wird durch deinen Heiligen Geist und dass deine Worte ihre Kraft entfalten in unserem Leben, dass wir Freude daran bekommen, dein Wort zu studieren und das auch gerne zu Hause tun, damit du uns unterrichten kannst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Matthäus Kapitel 18 und dort Vers 21. Matthäus 18 und dort Vers 21. Wer mag mal den ersten Vers lesen? Matthäus 18, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal. Genau. Petrus kommt zu Jesus und stellt was für eine Frage? Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Frage an euch, wie kommt Petrus auf diese Frage? Warum stellt Petrus genau an dieser Stelle diese Frage? Genau, und was das ist jetzt genau die Wiederholung von dem, was wir die letzten Male gemacht haben. Worum ging es vorher? Was soll ich tun, wenn mein Bruder gegen mich gesündigt hat, oder? Matthäus 18, Abvers 15. Das hatte nämlich Jesus gesagt, wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so, tu was? Was sollst du tun? Geh hin, ja, versuche das wieder in Ordnung zu bringen, auch wenn er an dir gesündigt hat. Also Matthäus 18 sagt uns, wie mit einem Bruder umgegangen werden soll, der sündigt. Aber Petrus stellt eine andere Frage. Seine Frage ist nicht wie, sondern was ist seine Frage? Wie oft? Wie oft muss ich Matthäus 18 machen? Muss ich jedes Mal, wenn er an mir sündigt, jedes Mal zu ihm gehen? Also einmal klar, zweimal okay, ja, aber also wie oft, also genau. Aber das war eine echte Frage für ihn, weil weiß jemand von euch, was die Juden zu der Zeit lehrten? Was war eigentlich die Lehrmeinung? Wie oft muss man seinem Bruder vergeben? Das wäre noch schön gewesen. Die offizielle, das findet man in Kommentaren und auch ellenweit bestätigt das, die offizielle Lehre war im Wesentlichen, dass man dreimal jemandem vergeben muss. Dreimal. Das war natürlich überschaubar, nicht wahr? Da kannst du eine Strichliste führen. Eins, zwei, drei, jetzt habe ich dir dreimal vergeben, jetzt hast du es immer wieder falsch gemacht, ja, also vorbei. Und das heißt also, das ist, was Petrus gelernt hatte. Petrus hatte gelernt in der Sabbatschule, ja, du musst deinem Nächsten, deinem Bruder, wenn er gegen dich sündigt, wenn er dreimal sündigt, musst du ihm vergeben, wenn er das vierte Mal sündigt, dann ist er halt unrettbar verloren. Jetzt, was haltet ihr also davon, dass Petrus sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt, bis siebenmal? Was drückt das aus? Wenn er gelernt hat, also offensichtlich, wenn es allgemein verbreitet war, dreimal vergeben reicht. Und er fragt jetzt bis siebenmal, was steckt eigentlich dahinter, eurer Meinung nach? Genau, er schlägt was drauf. Und warum schlägt er was drauf? Was meint ihr? Warum schlägt er was drauf? Genau, das ist interessant, oder? Also er hat eine Sache gelernt als Kind. Ja? Das ist so, sag ich mal, jetzt die Lehre. Ja? So, bis dreimal. Bis dreimal. Aber jetzt lernt er Jesus kennen, oder? Und Jesus ist so anders als die Rabbis und so anders als die Schriftgelehrten. Jetzt kommt Jesus in sein Leben, ja, und er sieht, wie Jesus ist und er weiß, Jesus ist nicht wie die Rabbis. Ja? Jesus ist viel tiefer, die Liebe. Und er denkt, oh Mensch, wie kann ich diese Liebe, die ich erfahren habe, diese Wunder anwenden ins praktische Leben. Er kommt zu einer revolutionären Erkenntnis. Er sagt, wow, wenn wir eigentlich nur dreimal vergeben sollen, aber wie ich Jesus kenne, bestimmt ist es viel mehr. Bestimmt soll man bis zu
7-mal vergeben, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wie wahrscheinlich Petrus gedacht hat, Mensch, meine Güte, ich bin so ein geistlicher Mensch, ich habe verstanden, was Jesus möchte. Wie oft geschieht es, dass wir sozusagen etwas in der Bibel erkannt haben und sozusagen jetzt weitergehen als alle um uns herum, ja, schon mehr Mission machen als alle um uns herum, freundlicher sind in der Gemeinde als alle um uns herum, was weiß ich was, ja, irgendwie den Standard weit übertreffen, denken, meine Güte, jetzt, wir haben es verstanden, oder? Und hatte Petrus es schon verstanden? Er war noch meilenweit davon entfernt, die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes zu verstehen. Er war schon auf einem guten Weg, ja? Also es war jetzt ja keine Sünde, so zu fangen. Aber da sieht man, manchmal, wenn wir denken, wir haben Jesus schon gut verstanden, haben wir eigentlich nur den ersten Schritt gemacht, von der Tradition zur Wahrheit. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, ja? Ja, was, das ist eine gute Frage. Was denkst du? Vollkommenheit, nicht wahr? Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich, denke ich, eine gute Idee. 7-mal, also so Vollzahl, also heilig, ja, das war eine gute Idee. So hat er sich das wahrscheinlich auch gedacht. Aber wir sehen hier, ich meine, wir schmunzeln ein bisschen, weil wir denken, ja, 7-mal. Aber vielleicht schmunzeln manchmal die Engel auch, wenn sie denken, dass wir wenn wir da schon ein bisschen weiter sind quasi als unsere Geschwister, dass wir denken, wir haben jetzt schon irgendwie das Limit erreicht. Nein, gibt noch viel mehr. So, jetzt kommt Jesus. Was antwortet Jesus ihm in Vers 22? Genau. 70 mal 7 mal. Nun, das war natürlich für, also wie hat sich der Petrus wahrscheinlich im ersten Moment gefühlt? Der war geplättet, ja. Das ist so, wenn man denkt, okay, ich bin völlig überwältigt. So, hatte Jesus schon mal über das Thema Vergebung gesprochen? Erinnert ihr euch an irgendeine Stelle, wo Jesus schon mal etwas ausführlich über das Thema Vergebung gesprochen hatte? Eine berühmte Predigt, wo Jesus das Thema Vergebung thematisiert. In der Bergpredigt, genau. Lass mal ein bisschen zurückgehen. Da war ja Petrus auch dabei. Also es war jetzt nicht so ein ganz neues Thema. Ja, also ich gehe davon aus, dass Jesus oft über das Thema gepredigt hat. In Matthäus Kapitel 6, da finden wir im Vaterunser einen Gedanken zur Vergebung. Und das ist vielleicht ganz wichtig, weil wir jetzt gleich sehen werden, dass es für dieses Gleichnis oder diesen Abschnitt jetzt ganz, ganz entscheidend wird. In Matthäus 6 und dort Vers 11, und Vers 12 reicht eigentlich. Matthäus 6, Vers 12. Wer mag den mal lesen? Genau, merkt euch hier, dass es hier um Schulden geht. Ja, das ist um Schulden. Also, welchen Gedankengang hat Jesus hier verknüpft? In dem Vers, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Welche beiden Gedanken hat Jesus hier verknüpft? Ja, genau, also es sind zwei Gedanken, die wir die tun. Ja? Genau, es gibt eine Vergebung Gott-Mensch und dann gibt es eine Vergebung Mensch-Mensch. Und in der Bergpredigt hat Jesus explizit gesagt, dass die beiden Dinge zusammengehören, dass die miteinander verkoppelt sind. Und das ist nämlich etwas, was wahrscheinlich im Kopf von Petrus nicht bewusst gewesen ist, denn der Gedanke, dass Gott ihm nur 7-mal vergibt und dann nie wieder, wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich dramatisch, oder? Also egal ob 3-mal oder 7-mal. So einen Gedanken hat man eigentlich nur, wenn man denkt, die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes ist irgendwie abgekoppelt von meiner Vergebung. Ja, aber Jesus hatte schon in der Bergpredigt gesagt, Gottes Vergebung an uns, an mich und meine Vergebung an andere, das ist aneinander gekoppelt. Das kommt gleich nochmal. Schaut mal in Vers 14. Matthäus 6, Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer Vater, himmlischer Vater, euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Also, was war der Denkfehler von Petrus? Der Denkfehler war nicht, dass er zu falsch gezählt hat. Der Denkfehler war nicht, dass er bis 7 gezählt hat und nicht bis eine höhere Zahl. Der Denkfehler war, dass er offensichtlich gar nicht mehr das so richtig auf dem Schirm hatte, dass die Vergebung von Gott zu Mensch mit der Vergebung von Mensch zu Mensch direkt verkoppelt ist. Und zwar in beide Richtungen. Ja? Wenn ich vergebe, kann Gott mir auch weiterhin vergeben. Wenn ich aufhöre zu vergeben, wird Gott auch mir nicht mehr vergeben, sozusagen. Ja, das ist sozusagen, wenn wir noch drüber sprechen, das ist, Gott vergibt mir nicht, weil ich vergebe, aber sozusagen, ich kann nicht dauerhaft von Gott Vergebung erwarten und nicht anderen geben.
Das ist also so ein Gedanke, den Jesus schon ihnen gesagt hatte. Denken wir ganz kurz drüber nach. Was lehrt denn das Alte Testament über Vergebung? Also jetzt, wo wir sehen, Jesus hatte schon gesagt, Vergebung von Gott zu Menschen ist gekoppelt an Mensch zu Mensch. Was lehrt denn das Alte Testament über die Vergebung von Gott zu Mensch? Hm? Wie Gott dem Menschen vergibt. Spricht das Alte Testament davon, dass Gott Menschen vergeben möchte? Dass es da Vergebung gibt? Fällt euch spontane Stelle im Alten Testament ein, die darüber spricht, wie sehr Gott vergeben möchte? Oder auch vielleicht so, wie oft im Sinne, ja, so, also ist, ob, da, ob seine Vergebung klein ist oder mittelgroß oder sehr groß. Ah, genau, ja. Er sagt, wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, sollen sie weiß werden wie Schnee. Schauen wir mal in Jesaja 55. Da werdet ihr jetzt einen interessanten Gedanken finden. Also Jesus greift jetzt auch in diesem Abschnitt, den wir gleich sehen werden, Gedanken aus dem Alten Testament letztendlich wieder auf. Jesaja 55 und dort Vers 7. Den kennt ihr, oder? Wer mag mal Jesaja 55, Vers 7 lesen? Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist Weg verwiesen. Genau. Was sagt der Text über Gott und Vergebung? Es gibt viel Vergebung, sagt das Alte Testament. Ja, bei Gott ist viel Vergebung. Und viel Vergebung ist jetzt nicht nur dreimal oder siebenmal oder so. Ja. Da ist viel Vergebung. Das ist eine Wahrheit, die im Alten Testament schon ausdrücklich angesprochen wird. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. In Micha, das kennt ihr auch, oder? Micha 7. Micha 7, Vers 18 und 19. Was sagt die Bibel in Micha 7? Wer ist wie ein Gott? Wer ist ein Gott wie... Du, schau mal, Micha 7, ganz am Ende von Micha, Micha 7, Vers 18 und 19. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Also mit anderen Worten, diese Vergebung ist außergewöhnlich. Er sagt, niemand ist so wie du. Du vergibst Sünde. Der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Gedanke. Der, wie geht's weiter? Der Lust an der Gnade hat. Was lernen wir hier über Gottes Vergebung? Er vergibt gerne. Er hat nicht nur viel Vergebung, er tut es auch gerne. Vergebung bedeutet für Gott nicht, oh, ich muss schon wieder vergeben. Das machen wir bei uns so, oder? Dass wir sagen, okay, ich muss jetzt vergeben, weil ich bin ein Christ. Ich muss mich jetzt irgendwie so technisch darauf einstellen. Ja? Ich muss vielleicht noch ein Seminar besuchen, ein Vergebungsseminar. Das ist ja auch gut, das will ich dagegen sagen. Aber wir haben oft Probleme mit der Vergebung und das ist dann vielleicht eher eine Überwindung, jemandem zu vergeben. Ja? Oder eine Schwierigkeit, eine Hürde, die wir irgendwie intellektuell überqueren. Ich muss ihm jetzt vergeben. Aber die Bibel sagt, Gott vergibt gerne. Das macht ihm Freude. Und ihr wisst, was man Freude macht, was einem Freude macht, macht man das oft oder nicht so oft? Jede Gelegenheit, die man bekommt, macht man das, oder? Wenn also, ich weiß nicht, was euch Freude macht, persönlich so, vielleicht als Hobby oder so, wenn man dazu Gelegenheit hat, macht man das. Wenn Gott die Gelegenheit bekommt, zu vergeben, macht das immer, weil es macht ihm Freude. Ja? Also wenn ich mag gerne Hebräisch lesen, ja? Wenn ich die Gelegenheit habe, irgendeinen Text auf, mache ich es immer, weil es macht mir Freude, ja? Ob es jetzt notwendig ist oder nicht, aber es macht mir Freude, also mache ich es. Wann immer Gott die Vergebung, die Möglichkeit hat, Vergebung zu macht es, weil er es gerne macht. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir sozusagen oft manchmal von unserer Vergebungsbereitschaft auf Gott projizieren. Aber es muss andersrum sein. Wir müssen erst verstehen, wie Gott ist und dann ändert sich auch unsere Vergebungsbereitschaft. Ja, und das ist so ein Hauptgedanke gleich noch in dem Abschnitt. Gott vergibt gerne. Er kann es kaum erwarten. Ja, es geht dann auch weiter in Vers 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen. Welcher Gedanke steckt da drin? Er wird sich wieder über uns erbarmen. Er hat schon getan, ja. Er sagt nicht, okay, dreimal, Ende aus. Ja. Er wird sich wieder uns erbarmen. Und ihr wisst, Micha spricht zu welchem Volk? Zum Volk Israel. Und was meint ihr, haben die dreimal Sünde-Marke gerissen? Siebenmal? Also mit solchen Zahlenwerten hätten die in einer Generation keine Chance gehabt. Ja, ich glaube, es sind schon 10 Sünden bis zum... Also, ja, aber die hätten wären nicht bis zum Sinai gekommen, vom Roten bis zum Sinai, ja, wenn Gott gesagt hätte, dreimal. Er vergibt gerne, es ist viel Vergebung, immer wieder sozusagen. Und was interessant ist, die Bibel sagt, wir sollen das nachmachen. Schaut in Epheser 5. Epheser 5, Paulus sagt in Epheser 5 und dort Vers 1... Epheser 5 und dort Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wir sollen Jesus imitieren, wir sollen Gott imitieren. Bei Gott ist viel Vergebung,
Gott vergibt gern. Er vergibt immer wieder. Wenn wir seine Nachahmer sind, was sollen wir tun? Viel vergeben, oder? Gerne vergeben. Immer wieder vergeben. Sehr der Nachahmer. Noch ein Vers in Epheser, wo wir schon da sind. In Epheser 4. Ja gut, ich meine, das ist direkt davor gewesen. Ja? Epheser 4, Vers 31 und 32. Das ist eigentlich der Kontext. Schaut mal, Epheser 4, 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Also wenn man den Vers wörtlich nimmt, da kann man ganz schön seine sozialen Medien löschen. An Bitterkeit und Wut und so einem immer zugespielt wird. Alles löschen, ja, weggetan. Aller Bosheit, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander wie? Gleich wie? Auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da seht ihr. Und dann kommt der Satz, werdet Gottes Nachahmer. Ja, so wie Gott euch vergeben hat, vergebt anderen. Ja, das ist also jetzt im Neuen Testament ganz deutlich noch ein Vers in Kolosser 3. Und dann kommen wir jetzt im Gedanken. In Kolosser 3 und dort Vers 13. Kolosser 3, Vers 13. Kolosser, Kapitel 3. Auch Paulus, nicht wahr? Kolosser 3 und dort Vers 13. Da heißt es, wer mag das lesen? Also ihr seht, das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Ja, das kommt in der Bergpredigt vor und dann in den Briefen von Paulus immer wieder, so wie Gott mir vergeben hat, so soll ich anderen vergeben. Das heißt, jetzt, wenn ihr mal analytisch denkt, was war also das Problem von Petrus? Wenn er gefragt hat, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? 7-mal? Was war sein Problem? Genau, er hat noch nicht völlig so durchdrungen, wie groß Gottes Vergebung für ihn ist. Denn je mehr ich verstehe, wie sehr Gott mir vergibt, desto mehr werde ich bereit sein, es weiterzugeben. Ja? Oft ist es so, dass Probleme sozusagen oder Missverständnisse, also im Sinne von, dass man etwas nicht richtig versteht, im Umgang in der Gemeinde dadurch entstehen, dass wir Gott noch nicht richtig kennen. Also wenn man Petrus fragen würde, kennst du Gott, hätte er gesagt, natürlich kenne ich Gott. Seit ich in der Sabbatschule aufgewachsen bin, habe ich immer von Gott gehört. Ich liebe Gott, ich mag Gott, ich bin Gott treu. Aber er hat Gottes Vergebung noch gar nicht so bis ins Letzte durchdrungen. Und das zeigt sich an der Frage. Also jetzt antwortet Gott, Jesus sozusagen ihm darauf. Übrigens, jetzt habe ich eine Frage an euch. Warum sagt Jesus 70 mal 7 mal? Also was ist eigentlich, also was ist der Gedanke erstmal damit? Also 77? Diese Zahl hier? Oh, nee, das ist auf jeden Fall falsch. Bist du dir wirklich sicher? Da muss ich mal gleich schauen. Ich schaue mal ins Griechische rein. Es ist definitiv 70 mal 7 mal. 70, warte mal, lass mich mal schauen. Ansonsten, ich muss das dann nochmal zu Hause nochmal anschauen. Kann ich euch das nächste Mal dann noch sagen? Ich guck mal, ob ich das hier schnell finde. 22 da. Sondern 70, 7. Ja, es ist eigentlich 70 mal 7. Es ist wirklich 70 mal 7. Ich muss mal in der wissenschaftlichen Ausgabe nachschauen, ob es da irgendwelche Varianten gibt oder so, aber das kann ich das nächste Mal dann rauskriegen. Also es ist eigentlich 70 mal 7. Was sagt Elberfelder? Hat jemand von euch Elberfelder? 70 mal 7. Luther sagt auch 70 mal 7. Ja, ich denke, das ist 70 mal 7. Aber also was ist erstmal so die Grundidee? Wollte Gott, dass wir sozusagen jetzt zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was ist die Grundidee? Immer. Ja, vor allem sozusagen, also die Idee ist sozusagen viel größer, als du denkst. Ja. Ellen White kommentiert das. Schaut mal, was Ellen White sagt. Ellen White sagt, an dieser Stelle sagt sie nämlich Folgendes. Aber Christus lehrte, dass wir niemals müde werden sollten, zu vergeben. Ja? Also mit anderen Worten, nicht von alleine aufhören, immer weiter vergeben.
Und trotzdem ist die Zahl interessant. Wenn ihr die Zahl ausrechnet, 70 mal 7, was kommt da raus? 490. Ist euch irgend noch mal eine, ist euch irgendwas im Begriff 490, kommt das irgendwo in der Bibel nochmal vor? Daniel, genau. Und in Daniel wird es auch nicht als 490 Tage, sondern als, ja, das stimmt, 490, aber da steht auch nicht 490, sondern was steht dann Daniel 9? 70 Wochen, ja, 70 Siebener sozusagen, 70 mal 7 rechnen wir dort auch, oder? Und was bezeichnet die Zeit 70 mal 7? Das sind 490 Tage, gleich 490 Jahre. Und was bezeichnet diese Zeit? Genau, und zwar solange Israel, diese Zeit ist Israel gegeben. Genau, und warum endet die Gnadenzeit dann? Endet die dann, weil Gott sagt, okay, 490 Jahre sind vorbei, jetzt kann ich euch nicht mehr vergeben. Warum endet die Gnadenzeit im Jahre 34 für das Volk kollektiv Israel? Also die einzelnen Israeliten können doch gerettet werden, aber so als Volk, warum endet die da? Wie wird Jesus genau abgelehnt? Also sie haben Jesus abgelehnt am Kreuz. 31. Aber dann endet die Zeit immer noch nicht. Stephanus, was ist das Problem mit Stephanus? 3,5 Jahre später, aber warum endet sie dann? Er hat gepredigt, genau. Und wer hat durch ihn gepredigt? Der Heilige Geist. Das heißt also, die Idee ist sozusagen, Gott sendet einen Propheten nach dem anderen. Sie haben Propheten abgelehnt. Dann sendet er seinen Sohn. Und auch den lehnen sie ab. Und jetzt hat Gott nur noch ein Ass im Ärmel, in Anführungsstrichen. Er hat nur noch eine Möglichkeit. Wen sendet er jetzt? Den Heiligen Geist zu Pfingsten, 3,5 Jahre. Und als sie den ablehnen, wie lehnen sie, was ist ihre Reaktion, als Stephanus predigt? Das heißt, er war voll Heiligen Geist, das heißt es mehrmals im Text, er war voll Heiligen Geist, sie konnten ihm nicht widerstehen. Was ist ihre Reaktion? Haben geschrien, sich die Ohren zugehalten, damit ja nicht irgendetwas vom Heiligen Geist in ihr Herz kommt. Gott konnte ihnen nicht vergeben. Und das ist sozusagen, Gott wusste im Vorhinein, dass die Israeliten ab diesem Zeitpunkt 490 Jahre brauchen würden bis zu diesem Punkt. Mit anderen Worten, diese 490 Jahre sagen sozusagen, solange Gott vergeben kann, solange sollst du auch vergeben. Und welche Sünde kann Gott nicht vergeben? Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja? Aber solange Gott vergibt, solange können wir auch vergeben. Das heißt also, das bedeutet nicht, dass Gott nur 490 Mal vergibt, sondern es bedeutet, Gott hat eine unendliche Vergebung und trotzdem kommt die unendliche Vergebung an ein Ende. Weil Gott hat mehr vergeben, er hätte auch noch 3 Jahre später ihn vergeben können, wenn sie wieder sich zu ihm gewandt hätten, oder? Aber diese 490 sind ein Symbol dafür, dass Gottes unendliche Liebe irgendwann sozusagen nicht mehr weiterkommt, weil das Herz so sehr verhärtet ist. Und das ist sozusagen die Idee. Ja? Dieser Vers oder dieses ganze Abschnitt lehrt nicht, dass alle Menschen gerettet werden, sondern er zeigt nur, wie groß Gottes Liebe ist. Und das möchte Jesus hier quasi auch mit andeuten. Ja? Ganz genau. Jetzt schauen wir in Matthäus 18 und dort Vers 23. Offensichtlich war Petrus mit dieser Idee noch überfordert. Ja? Und was macht Jesus jetzt? Schauen wir mal in Matthäus 18, Vers 23. Wer mag das mal lesen? Okay, was macht Jesus jetzt? Ein Gleichnis. Warum redet Jesus im Gleichnis? Zur Illustration. Wisst ihr noch, wann Jesus eigentlich Gleichnisse verwendet hat vor allem? Das haben wir damals mal vor viel langer Zeit studiert, als wir die ganzen Gleichnisse in Matthäus 13 studiert haben. Ja, genau. Und da sagt er an einer Stelle, dass es zu den Jüngern sagt, ich kann euch die ganzen Erklärungen geben, weil euch ist es gegeben, ja, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, aber ihnen nicht. Mit anderen Worten, er verwendet Gleichnisse, weil er merkt, die reine Wahrheit ist quasi noch zu hoch für sie, oder die reine Wahrheit stimmt nicht, aber die direkt ausgesprochene Wahrheit ist so hoch für sie, er muss es quasi runterbrechen, wie eine Kindergeschichte. Und dass er das hier mit seinen Jüngern macht, zeigt, dass sie sozusagen auch so eine Hilfestellung jetzt brauchten. Ja, dass sie das blanke Aussprechen, Gott liebt immer und er vergibt immer, bis zur Sünde gegen den Heiligen Geist, das kann er nicht mehr vergeben, aber bis dahin vergibt er immer, das war ihnen gar nicht so, das mussten sie erstmal bildlich irgendwie vor Augen bekommen. Und deswegen gibt es jetzt ein Gleichnis. Übrigens, an dieser Stelle sei nur auf eine Sache hingewiesen. Erstens, geht es in dem Gleichnis darum, wie oft man vergeben soll? Ihr kennt das Gleichnis, oder? Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Geht es da um die Anzahl, wie oft man vergeben soll? Gar nicht. Das heißt, obwohl
Petrus immer noch so eine Anzahl gedacht hat, merken wir auch an dem Gleichnis, das Jesus gibt. Er antwortet gar nicht, wie oft, sondern es geht in dem Gleichnis vielmehr um die Qualität und diesen Gedanken hier. Ja? Gott, Mensch, Mensch, Mensch. Das ist der eigentliche Fokus. Übrigens sagt Ellen White, das ist sehr interessant, das sagt sie in diesem Zusammenhang mit diesem Gleichnis, etwas, was man sich auch merken sollte. Manchmal sind wir beim Bibelstudium so übereifrig, dass wir jedes einzelne Detail auslegen. Aber sie sagt, in diesem Gleichnis, dieses Gleichnis präsentiert Details, die nur notwendig waren, um das Bild ein bisschen auszuschmücken, aber die kein Gegenstück in der geistlichen Bedeutung haben. Die Aufmerksamkeit sollte nicht auf sie gerichtet sein, sondern bestimmte große Wahrheiten werden illustriert und darauf sollten sich die Gedanken konzentrieren. Es gibt also in diesem Gleichnis ein paar Details, die sozusagen Jesus einfach nur gesagt hat, damit dass man sich besser vorstellen konnte, damit es die Geschichte quasi bunt ist. Aber nicht jedes Wort in diesem Gleichnis, nicht jedes Detail hat eine geistliche Bedeutung. Und das finde ich interessant, weil das zeigt manchmal, dass man auch die Bibel quasi überstrapazieren kann, dass man, weil man in allem noch irgendeine Bedeutung sehen will. Und Ellen White warnt uns davor und sagt, konzentriere dich erstmal darauf, was ist die eigentliche Wahrheit. Ja, wir sollen natürlich jedes Wort anschauen, auch versuchen zu verstehen, was hat Jesus damit gemeint, aber nicht jedes Detail hat eine direkte Bedeutung auf das Reich Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt. So, Vers 24, also erstmal noch Vers 23. Was heißt es denn, dass er ein König jetzt hier mit seinen Knechten abrechnen wollte? Was ist das für eine Abrechnung, die er hier macht? Der König kommt und sagt, ich will abrechnen. Es ist eine Art Gericht, genau, es ist ein Symbol für das Gericht. Oder ja vielleicht im letzten Ende schon. Aber was? Also erstmal in der Situation, im Gleichnis. Warum rechnet ein König mit seinen Knechten ab? Ja genau, aber warum ruft ein König seine Knechte und will von ihnen Rechenschaft haben? Ja, wofür überhaupt? Worüber? Worüber sollen die Rechenschaft geben? Der König hat ihnen Geld anvertraut. Das ist ein wichtiger Gedanke. Der König hat ihnen Geld anvertraut, wahrscheinlich für Staatsgeschäfte. Ja, es gibt ein Staatsbudget und er sagt, okay, du kümmerst dich darum, vielleicht fürs Militär, fürs Postwesen, für den Kanalbau, für was weiß ich was. Ja? Und dafür hast du so und so, das ist wie wenn man quasi in der Gemeinde verschiedene Ämter hat und man sagt, okay, die Technik hat jetzt ein Budget von 3.000 Euro oder die Diakonie hat ein Budget von 1.500 Euro und nach einem Jahr soll abgerechnet werden, wo ist das Geld. Und das ist jetzt die Situation. Ja? Die Knechte kommen und sagen, okay, das Geld ist investiert oder das und jenes hat den Ertrag gebracht oder hier hast du dann dein Geld wieder zurück, ja? Er soll abrechnen. So, was passiert? Vers 24. Wer mag mal lesen? Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Okay, ich habe das Gleichnis schon oft gelesen und ich habe lange Zeit, viele Jahre lang, als ich kleiner war, nie richtig begriffen, was hier eigentlich steht. Weiß jemand von euch, was ein Talent ist? Steht, glaube ich, auch in euren Bibeln vielleicht. Ja genau, weiß jemand von euch, wie es umgerechnet in Denare sind, also in dieser Standardwährung? 6.000 Drachmen, 6.000 Denare. Okay, weiß jemand von euch, wie viel ein Denar gewesen ist, so ungefähr? Ein Tageslohn. Okay, jetzt rechnen wir mal, okay? Wenn ein Tageslohn, wie viel wäre ein Tageslohn für uns heute? So, mal jetzt Pi mal Daumen. Was wir sagen, was ist ein Stundenlohn vielleicht heute? 10 Euro? Rechnet sich gut. 10 Euro, 8 Stunden am Tag, 80 Euro. Ja, so, also ob das 100 oder 60 sind, aber so ungefähr, 80 Euro. Okay. Jetzt, das heißt, wie viel sind dann 6.000 Denare? Hm? 48? 480.000, oder? Macht das Sinn? 480.000, das ist ein Talent. Ein Talent, 480.000 Euro. Das heißt, wie viel haben wir dann, wenn wir jetzt da 10.000 Talente haben? Genau. Also wir haben 1, 2, 3, 4 und dann nochmal 4 Nullen da dran. 2, 3, 4, dann haben wir 1.000 Millionen, 4,8 Milliarden. 4,8 Milliarden. Jetzt, das ist jetzt mal in uns Rechnung zu übertragen, einfach, dass wir eine Idee haben. Ich gebe euch noch eine andere Möglichkeit, eine Idee zu bekommen. Wisst ihr, wie teuer man, was man mit einem Talent kaufen konnte?
in der damaligen Zeit, in der Antike, weil ich meine, die hatten keine Euros, ja, das ist jetzt nur ein bisschen eine Krücke, aber man kann ein bisschen die Kaufkraft der damaligen Zeit berechnen. Man konnte mit einem Talent ein Segelschiff kaufen. Ein Segelschiff. Man konnte mit dem konnte man 10.000 Segelschiffe, und das hat kein, also nie irgendwie eine Armee gehabt. Man weiß, dass der attische Seebund, ihr wisst vielleicht, wenn ihr euch an Geschichtsunterricht erinnert, da gab es Sparta und Athen, ja, und dann gab es diesen riesen Krieg da, den Peloponnesischen Krieg, und der attische Seebund, das war Athen und alle ihre Verbündeten in der ganzen Ägäis, die hatten das Rekord Steuereinnahme des gesamten attischen Seebunds, 425 vor Christus, war 1460 Talente. Also nur ein Bruchteil von dem. Der reichste Römer zur Zeit von Julius Caesar, weiß jemand von euch, wer der reichste Römer war? Das war Crassus. Hab ich schon gehört, Crassus? Nein, der war krass reich. Crassus, der war mit Abstand der reichste Römer, den es überhaupt gab, also kurz vor der Zeit von Jesus, der hatte ein Gesamtvermögen von 7.100 Talenten. Das war der reichste Mann der Welt. Mit anderen Worten, also ich weiß gar nicht, wer heute der reichste Mann der Welt ist, also Bill Gates ist glaube ich nicht mehr. Bezos, genau. Müssen wir noch höhere Werte ansetzen. Also das kann man einmal sagen, okay, wie 408 Milliarden, aber eine andere Idee wäre sozusagen, stell dir den reichsten Mann vor, den es gibt, mit seinem gesamten Vermögen, wie viele Milliarden das immer sind, oder weiß ich, Milliarden haben die, ne? Ja, genau. Und dann nochmal ein ganzes Stück mehr. Das heißt, die Idee ist, es sind 10.000 Talente, das sind so viel, selbst der reichste Mann des Römischen Reiches, der Crassus, könnte das nicht bezahlen. Das ist menschenunmöglich sozusagen. Also das ist die Idee. Jesus, glaube ich, wählt eine Zahl, von der er weiß, das ist aus eigener Kraft nicht möglich. Und damit soll deutlich werden, wir schulden Gott so viel, das können wir aus eigener Kraft nie zurückbezahlen. Deswegen sagt die Bibel, aus eigenen Werken wird kein Mensch selig. Aber müssen wir Rechenschaft geben vor Gott? Schaut mal Römer 14, Vers 1 und 2. Vers 12, Entschuldigung. Römer 14, Vers 12. Römer 14, dort Vers 12. Römer 14, Vers 12, da heißt es so, wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Hat Gott uns auch Dinge anvertraut? Schaut mal, wenn wir Rechenschaft geben müssen über alle Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, über alle Gelegenheiten, die er uns gegeben hat, über alle Zeit, die er uns gegeben hat, über unseren Intellekt, über die Worte, über alles, was er uns anvertraut hat, hat jemand von euch das Gefühl, er könnte einfach sagen, ich habe alles gut verwaltet? Ich würde sagen, das können wir niemals zurückzahlen, was wir an Gelegenheiten versäumt haben, was wir an Gnaden kaputt gemacht haben, ja, links liegen gelassen haben, wie wir das Leben von anderen Menschen, die Gott uns anvertraut hat, gestört und geschädigt haben. Niemand von uns kann das zurückbezahlen. Und das ist sozusagen die Verzweiflung eigentlich, die hier entsteht, sozusagen in diesem Beispiel. Jetzt was passiert in Matthäus 18? Was ist erstmal die Lösung? Matthäus 18, Vers 25. Was sagt der König? Wer mag mal lesen? Vers 25. Genau. Das ist eigentlich so das, was in der Antike immer passiert ist. Wenn du Schulden hast, kommst du wohin? In die Schuldhaft, in die Schuldsklaverei. Ja, das ist etwas, was in der Antike ganz üblich war. Das sehen wir auch im Alten Testament manchmal, dass wenn Leute sehr arm waren, wenn sie Schulden hatten, mussten sie sich verkaufen oder mussten ihre Kinder verkaufen, ihre Töchter verkaufen, ihre Söhne verkaufen. Das gibt es bei Nehemia nachher noch, das Problem, ja, dass sie sich wieder gegenseitig verkauft haben. Und Nehemia sagt, was, seid ihr verrückt? Ja, wir kaufen unsere Landesgenossen von den Heiden frei und ihr verkauft euch untereinander. Aber das war die eigentliche Art, wie man konnte das Geld sowieso darüber nicht zurückbekommen, aber man konnte wenigstens ein Stück wieder erwirtschaften. Und was macht der Mann jetzt? Schaut mal Vers 26. Das ist total interessant. Vers 26. Okay, helft mir. Worum bittet der Mann nicht? Er bittet nicht mal um Gnade. Er bittet nicht um Gnade, sondern worum bittet er? Um Geduld. Er bittet nicht um Gnade, er bittet um Geduld. Warum bittet er um Geduld? Er ist der Meinung, er könnte es vielleicht noch zurückzahlen. Das ist interessant. Er sagt, hab Geduld, ich will dir wie viel zurückzahlen? Alles. Es kann sein, dass der vielleicht gar kein richtiges Gefühl dafür hatte, wie groß die Schuld war. Er will nicht in die Sklaverei, aber er hat auch nicht mal, er weiß gar nicht sozusagen, wie groß es ist. Und er denkt, wenn er jetzt nur ein bisschen Zeit bekommt und sich anstrengt,
dann wird es irgendwie nur möglich sein, ja? Er möchte unbedingt seine Familie retten, er möchte sich selbst retten, aber er möchte irgendwie das noch schaffen. Und dann guckt der König ihn an und sagt, okay, du willst das zurückzahlen? Also ich meine, wie wahrscheinlich ist das? Wenn selbst der reichste Mann nicht mal ansatzweise so viel hat, wenn selbst große Weltreiche wie der attische Seebund also kaum so ein Steueraufkommen haben, also wie willst du das schaffen? Das ist unmöglich. Ja? Und der König sagt nicht, okay, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Das ist ja ein Bild dafür, dass wir manchmal sagen, Gott, nicht wahr, jetzt gib mir noch mal eine Chance und dann mache ich es richtig. Ja? Dann werde ich alles richtig machen. Ja? Und Gott, das schaffst du eh nicht. Also was ist jetzt die Antwort in Vers 27? Wer mag lesen? Vers 27. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Genau. Was ist die Reaktion des Königs? Als er den sieht, der sagt, okay, ich werde es irgendwie versuchen. Und der König weiß, er kann es sowieso nicht. Er hat Gnade. Nicht, weil er jetzt Gnade verdient hat, sondern die Gnade kommt von dem König selbst. Und er macht ihn frei und er lässt ihm alle Schuld. Übrigens, wer muss dann die Kosten des ganzen Problems tragen? Der König, das geht auf die Kasse des Königs selbst. Ja, weil die Kosten sind immer noch da. Der König zaubert die Schulden nicht weg. Er sagt nur, du musst sie nicht bezahlen. Das ist interessant vielleicht auch für das Evangelium, ja, weil Gott zaubert die Sünden nicht weg, er hat sie nur auf sich selbst genommen. Ja. Kann er nicht. Aber er hat kein Gefühl dafür, wie schwach er ist. Er denkt immer noch, er könnte es schaffen. So wie wir oft auch denken, dass wir irgendwie Gott doch noch beeindrucken könnten. Das ist ein ganz tolles Bild für die Selbstgerechtigkeit. Aber Gott vergibt ihm trotzdem. Der König, schaut mal in Psalm 78 und dort Vers 38. Da sehen wir sozusagen, wie das sozusagen, und wir sind gleich am Ende, wie das jetzt auf Text im Alten Testament Bezug nimmt. Was sagt Psalm 78, Vers 38? Da heißt es über Gott: Er war aber beim Herzen, also vielleicht Vers 37, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Das sind die Israeliten, oder? Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Also eigentlich das Gleichnis, er soll die Jünger auch daran erinnern, schaut mal, so ist Gott. Gott hat in eurer Geschichte euch schon immer vergeben, immer und immer wieder und hat solch eine Gnade mit euch. Schaut mal im Psalm 86, Vers 5. Psalm 86, Vers 5, das ist ein ganz toller Vers. Psalm 86, Vers 5, da heißt es, denn du, Herr, bist gut und vergibst gerne. Das ist genau, was wir gesagt haben, ja? Er vergibt gerne. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Ja? Also wer Gott um Hilfe bittet, der wird viel Vergebung finden. Vers 15, du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Woher kennt ihr das? Langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue? Wo sagt das Gott? Ja, und zwar in 2. Mose 33, 34, wo es darum geht, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Das ist seine Herrlichkeit. Also hier geht's. Jesus sagt es später, ich habe ihm deine Herrlichkeit offenbart. Wie sehr Gott vergibt, wie gerne er vergibt. Und noch. Ja, ganz genau. Noch zwei Verse und dann sind wir am Ende. Psalm 145, Vers 8. Psalm 145 und dort Vers 8. Da heißt es, Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist etwas, was man nicht von Gott rauskitzeln muss. Das kommt quasi aus seinem Herzen selbst. Und das präsentiert dieses Gleichnis sehr schön. Ja? Der König aus eigenem Antrieb, ohne dass er darum gefragt wird, hat diesen Wunsch, diesen Knecht zu begnadigen. Und das letzte Beispiel ist besonders schön in Hosea 11 und dort Vers 8. Hosea Kapitel 11 und dort Vers 8. Da stellt Gott eine rhetorische Frage, aber die wirklich, wo man merkt, wie es Gott innerlich zumute ist. Hosea 11, Vers 8, da sagt er, wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Sebuim? Was kommt dann? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ist das interessant? Dass wenn Gott darüber nachdenkt, sein Volk zu strafen,
Er denkt, ich will gar nicht, ich will gar nicht. Es ist alles in mir wehrt sich dagegen. Irgendwann muss er. Ja? Deswegen sagt die Bibel, es ist ein fremdartiges Werk. Aber es sträubt sich in ihm dagegen. Er möchte gerne vergeben und er möchte so gerne nicht strafen müssen. Und ich wünschte mir, wenn wir das mehr verstehen würden, dann würden wir, glaube ich, mehr gerne vergeben und uns dagegen sträuben, dass wir irgendwie, ja, dass zwischen uns und Menschen irgendwas kaputt geht. Ja? Ich meine, die Bibel sagt, wir können nicht alles lösen, ja, so viel an euch liegt. Aber dass uns dieser Gedanke, dass ein Mensch sich von uns trennt, dass das uns unangenehm ist. Ja? Und ich würde sagen, oh, zum Glück geht er jetzt. Ja? Absolut, absolut. Und das zeigt uns, wenn wir das verstehen, wird es plötzlich auch dann die andere Ebene deutlicher. Und das werden wir nächstes Mal studieren. Nämlich dann geht es nicht mehr um 10.000 Talente, sondern um 100 Denare. Und dann sehen wir sozusagen, wenn man das nicht verstanden oder nicht wirklich erlebt hat und verstanden hat, dass es hier dann nicht funktioniert. Und das werden wir das nächste Mal weitermachen. Aber halten wir fest, unsere Schuld ist so groß, dass selbst wenn wir ab heute, sündlos leben würden, werden nicht den Hauch einer Chance, sie abzugleichen. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass Gott gnädig ist. Und Gott ist nicht nur gnädig, er ist sehr gnädig. So überaus gnädig, dass jeder reichlich Vergebung findet, der ihn anruft. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du uns auch in diesem Gleichnis ganz kostbare Wahrheiten offenbarst. Danke, dass wir sehen können, auch wenn uns das manchmal schwerfällt, dass unsere Schuld so groß ist, dass wir niemals durch irgendeine Anstrengung sie abtragen könnten. Dass wir völlig abhängig sind von der Liebe und Gnade und Vergebung, die du hast. Und danke, dass wir wissen müssen, dürfen, dass wir dich nicht zur Vergebung überreden müssen, sondern dass du uns gerne vergibst, dass du auf jede Gelegenheit wartest, uns vergeben zu können. Herr, schenk doch, dass wir uns das mehr glauben, dass wir es wirklich von Herzen glauben, weil du es gesagt hast, auch wenn wir es vielleicht nicht fühlen, aber dass wir es glauben, weil du es gesagt hast, dass du uns gerne vergibst und dass du dich dagegen sträubst innerlich, uns strafen zu müssen und alles versuchst, um das zu verhindern. Herr, bitte gib doch, dass das viel tiefer noch in mein Herz und das Herz von jedem Einzelnen von uns sinkt. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.